Moin, Mario hier. Willkommen auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja, vor kurzem haben wir ja gerade mit der Corvette gestartet von Agora Models und ja, es ist ja schon seit längerem im Gespräch, dass man sich höchstwahrscheinlich oder dass man sich auf die James Bond Autos nochmal konzentriert und so weiter und so fort, dass die dann auch nochmal erscheinen werden. Könnt ihr gerne mal auf der Webseite von www.agoramodels.com einfach mal reinschauen. Aber mich erreichte gerade eine Nachricht. Und zwar, es gibt doch nochmal was Neues. Zwar eine limitierte Version, aber ja, dieses Modell gab es schon mal. Aber viele, viele konnten sich dieses Modell damals nicht bestellen, weil auch dort war es limitiert. Aber jetzt hat Agora Models es möglich gemacht, dass noch einige doch nochmal auf diesen Zug aufspringen können. Und zwar, ja, ich habe eine Nachricht bekommen, die Lager sind voll und wir werden in den 5 globalen Lagern in Großbritannien, Europa, Nordamerika, Australien und Japan weltweit liefern. Weltweit liefern heißt auch nach Deutschland. Dann gibt es noch eine limitierte Edition in Daytona Black. So, um was geht es? Ja, am Titel habt ihr es natürlich schon erkannt. Der LaFerrari ist nochmal neu aufgelegt worden von Agora Models und ich möchte euch auf jeden Fall jetzt gleich einmal auf die Webseite mitnehmen, um euch das Ganze mal vorzustellen, zu zeigen. LaFerrari habe ich ja auch mal gebaut oder zumindest teilweise gebaut, weil auch ich habe damals, war auch einer der wenigen, die nicht die kompletten Teile erhalten haben. Jetzt ist es aber so, dass man sich, wenn man das möchte, ich weiß natürlich noch nicht, ob und wie ich das realisiert kriegen kann, aber nichtsdestotrotz möchte ich euch das natürlich sehr gerne zeigen. Ich sehe mich ja auch so, dass ich auch gerne mal informiere, was es an Neuigkeiten gibt. Alle bekommen das ja auch nicht mit. Deswegen zeige ich euch das mal, kommt mit mir zusammen auf die Webseite und dann schauen wir uns den LaFerrari einmal an von Agora Models. So, hier sind wir dann auf der Webseite www.agoramodels.com. Genau, agoramodels.com/de/LaFerrari/. Ich werde euch auf jeden Fall den Link unten in die Videobeschreibung natürlich reinsetzen, damit ihr dann da einfach und leicht hinkommt. Diese Webseite wurde mir auch geschickt per E-Mail und auch die Webseite, da kommt ihr auch drauf, auf jeden Fall drauf, wenn ihr einfach unter die Google-Suche eingebt, Agora Models. Gut, hier haben wir dann diesen schicken, schönen LaFerrari. Und ich kann euch aus Erfahrung sagen, die Reifen, die riechen wie echte Reifen. Die riechen wirklich wie echte Reifen. Ich habe es in meinen Videos damals erzählt. Wenn man zu einem so einen Reifenhändler reingeht, da riecht das ganz genauso. So, den LaFerrari auch im Maßstab 1:8. Offizielles Lizenzprodukt. So, ne? LaFerrari ist mehr als ein Supersportwagen. Er ist ein fantastisches Hypercar mit einer sensationellen Performance. Na, ich werde jetzt nicht alles hier vorlesen, aber ihr seht hier die Linien. Und ja, ich bin traurig. Ich war definitiv traurig, dass ich dieses Projekt aufgeben musste. Guckt euch mal an, wie gierig das aussieht hier von vorne. Von hinten, ey, das ist, wie gesagt, ja, ich hatte die Teile ja nicht alle, aber ich habe ja viele, viele Teile in der Hand gehabt und zusammengebaut. Das war einfach nur saugeil. So, hier, das kann man alles öffnen. Und natürlich auch hier hinten, das kann man auch noch öffnen. So, Spezifikationen und Merkmale. Technische Daten, Maßstab 1:8, 60 cm lang, 26 cm breit, 14 cm hoch, Karosserie, Metalldruckguss, Details, ABS, Kunststoff, Anzahl der Teile ca. 500. Ich glaube, die Schrauben nicht mitgezählt. Lackiert im charakteristischen Rossa Corsa. Ferngesteuerte elektronische Schmetterlingstüren. Also ihr bekommt so ein kleines Lenkrad.
das dann als Fernsteuerung funktioniert. Die Lenkung in diesem Modell ist auch besser, wie wir das von vielen anderen Modellen kennen. So, authentischer Motor. Wie gesagt, es gibt ja ein paar Videos von mir und da kann man sich die Teile ja einmal schon mal anschauen. Vielleicht kriegen wir auch, na, ich bin mir noch nicht sicher, ob schon die erste Bauanleitung runterzuladen geht. Hier ist die Fernbedienung. Könnt ihr das schon einmal sehen, dieses Lenkrad? So, dann kann man ein Upgrade machen. Aber Strem limitiert auf 150 Stück weltweit. Und dieses Modell ist bis zum 31. Mai 2023 exklusiv für Agora Advantage Club Mitglieder erhältlich. Danach wird es für alle freigegeben. Wenn Sie bereits ein Modell bei uns gekauft haben, sind Sie automatisch Mitglied in unserem Advantage Club. In Schwarz sieht das Ding natürlich auch gierig aus, ne? Jetzt wäre das der Hammer, wenn man beide. Ich darf gar nicht darüber nachdenken. Da darf man überhaupt nicht nachdenken. So, Karosserie lackiert in Nero Daytona. Extra Satz schwarze Räder. Hier sind sie. Man kann natürlich auch die silbernen Räder dazu bekommen. Dann eleganter Displayständer in Ausstellungsqualität. Vitrine zum Schutz Ihres Modells. Von unten beleuchtet, um die Logos sanft zu beleuchten. Als Teil unserer limitierten Produktserie ist der Displayständer individuell nummeriert von 1 bis 150 und signiertes und nummeriertes Echtheitszertifikat. So, dann kann man, wie gesagt, hier auf die limitierte Auflage klicken. Noch kann man darauf klicken. Dann hat man ein 12-Monats-Abo zur Auswahl oder ein 24-Monats-Abo zur Auswahl. Aber ich glaube, das 24-Monats-Abo besagt dann, dass man ja, alle 2 Monate eine Packung bekommt, aber eben sozusagen die einzelne Packung immer in 2 Raten bezahlt. Ich könnte ja mal, irgendwo muss es ja, hier klicken Sie hier für weitere Details, können wir ja mal raufklicken. Wie funktioniert das 24-Monats-Abo? Da mal raufgeklickt. Wenn Sie sich für ein 23-Monats-Abo entschieden haben, erhalten Sie alle 2 Monate ein Paket und fallen monatliche Gebühren an. Also, wie ich gerade gesagt habe. Ne? Hier ist er nochmal. Achso, hier kann man dann hier die Geschichte vom Ferrari lesen, dann von dem Motor. 950 PS. Technische Spezifikationen. Junge, 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 Junge. 0 auf 100 in unter 3 Sekunden, 0 auf 300 in 15 Sekunden. Video Review. Da gucken wir gleich nochmal rein. Und ah. Ach, das war's schon. Ne, da. Das darf man sich gar nicht, das darf man sich gar nicht angucken. Das darf man sich gar nicht angucken. Wo kann ich das wieder ausschalten? Ach so, hier muss ich wieder hin. Damit, ich kann das nicht mehr hören. Ich kann die Geräusche nicht mehr hören. Ich werde einfach nur. Also wenn ihr dann, das ist dann sozusagen die Startseite. Und Download Center können wir einfach mal raufklicken, weil viele wissen ja immer nicht, dass man sich die Bauanleitung runterladen kann und sogar in deutscher Sprache. Hier ist jetzt natürlich die Super Snake, der Terminator, Shelby Cobra, Leopard, der Jaguar, das Polizeiauto, das Feuerwehrauto, der Mercedes-Benz, der Optimus Prime und jetzt hier auch die Corvette. Also ist es noch nicht da, der LaFerrari. Der wird aber später, denke ich mal, auf jeden Fall hier noch kommen. Oh, ja, Optimus Prime, das ist ja auch ziemlich neu. Und dann hier Corvette Stingray, die ich ja auch in der Mache habe. Und da die Poster kann man sich runterladen und dann eben die Bauanleitung Pack 1. Die anderen sind schon vorbereitet. Dann weiß man auch, wie weit das geht, bis Pack 12. Gut. Nochmal auf die Startseite.
Dann scrollt man einfach nur hier runter und dann sieht man, welche Modelle man hier bestellen kann. Und ihr seht, alle, die rausgekommen sind, kann man immer noch bestellen. Also man muss es nicht gleich machen. Beim LaFerrari, denke ich mal, ist das ein bisschen anders. Da klickt man rauf und dann kommt ihr dahin. Und hier, ja, hier seht ihr diesen wunderschönen LaFerrari. Ja, das war nun die Webseite von agoramodels.com. Der LaFerrari und Junge. Nee. Es ist einfach nur, wie gesagt, ich hatte ja schon Teile in der Hand. Und das ist einfach nur geil. Und ich habe ihn auch einmal fertig gesehen von einem befreundeten Modellbau-Freund von Axel, den fertigen gesehen. Der ist einfach nur saustark. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Mir gefällt das Auto riesig. Und ja, das ist auch dieser Ferrari ist ein Traum vieler Achtjähriger. Und ja, wie gesagt, schaut euch das einfach mal an auf der Webseite. Und ich wollte euch auf jeden Fall darüber informieren, dass dieses Modell am Start ist. Auf jeden Fall bedanke ich mich ganz doll bei euch, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Das tut auf jeden Fall gerne wieder. Bleibt weiterhin neugierig, schaut wieder rein, passt auf euch auf. Das Wichtigste ist aber natürlich, bleibt mir bloß gesund. Mir bleibt nur noch zu sagen, tschüss, macht's gut, ahoi und kick mal weiter in.